Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Marcel, Community Moderator im Team von WB und wir starten mit einer neuen Aufzeichnungsstaffel zu Captain of Industry. Wir haben den dritten Livestream zu dem Spiel auf Twitch, wir haben den 10. Januar 23, haben uns gerade im Vorfeld schon mal das Savegame angeguckt aus den letzten Videos und ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum herum, wir machen einfach mal weiter und schauen uns als erstes mal die Produktion von den Basisteilen an. Ich war im letzten Stream gegen Ende ein bisschen zu müde dazu, um da alle Zahlen mal durchzurechnen. Deswegen würde ich das jetzt gern zu Beginn machen, mal gucken, ob Konstruktionsteile ausreichend sind, mechanische Teile, Fahrzeugteile, die dahinter stehen. Und wir müssen ja auch mit aufbauen. Wir haben nämlich gerade freigeschaltet die Laborausrüstung für die Forschungszentren, dass wir da entsprechend auch genügend Teile haben. Lass uns mal beginnen mit den Konstruktionsteilen 1. Die werden, wenn mich nicht alles täuscht, werden die hier gebaut. Genau, 12 Stück. Ohne Leistungsverbesserung. Und das gleiche hier vorne. Dann müssen wir gleich noch schauen, ob wir noch auf Ziegel gehen, um das Safe-Game so ein bisschen... Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Safe-Game sonst irgendwann kaputt geht, weil wir da eigentlich einen Patch übersprungen haben. Vielleicht heute noch diese Ziegelproduktion entsprechend zu starten. Ich glaube, Beton haben wir sogar auch noch genug, das sollte nicht das Thema sein, aber ich würde das einfach gerne fixen. Das gibt mir irgendwie so ein bisschen Beruhigung. So, und ich meine, die anderen beiden Produktionsstätten, die wir haben, machen aktuell da nicht wirklich viel. Was haben wir hier hinten noch? Fahrzeugteile und Laborausrüstung. Oh, die haben wir sogar schon angefangen, sehe ich hier gerade. Spannende Geschichte. Dann lasst uns hier einmal rechnen. Wir brauchen auf jeden Fall die Konstruktionsteile 1 für den normalen Bau der Konstruktionsteile und wir brauchen die für die Produktion von Konstruktionsteile 2. Und hier läuft auch gerade eine Leistungssteigerung. Fand ich es gerade pausiert. Okay. Warum haben wir da pausiert? Können wir eigentlich mal rausnehmen. Vielleicht war die Arbeit ein bisschen knapp worden. Gut, machen wir mal ein bisschen Spielgeschwindigkeit schon mal rein. Hier produzieren wir aktuell 12 Konstruktionsteile. Ich glaube, die vorgelagerten Ketten haben wir uns voriges Mal im Detail schon angeschaut. Da würde ich gerade mal nichts machen. Es geht hier oben ein Hinweis auf, nicht genug Wohnraum. Siedlung ist überfüllt. Da bin ich gerade noch bei 220. Okay. Wir hatten hier ein Upgrade gemacht. Letztes Mal. Wo kommen die denn alle her? Der Leuchtturm ist aus. Vielleicht waren die auf dem Schiff. Gut, aber dann verbessern wir auf jeden Fall hier die Unterkünfte und hoffen, dass wir auch gleich die 100 Konstruktionsteile Stufe 2 fertig haben. Ganz, ganz viele sind es hier. Muss man die auf jeden Fall auch einschalten. So, das hier oben klicke ich mal weg. Hier, ich habe übrigens das Logo mal nach hier oben rechts geschoben von der jungen Herde. Das hing voriges Mal hier links und hat immer so ein paar Overlays verdeckt. Das sollte jetzt besser passen. Genauso wie ich den Ton ein bisschen optimiert habe, also das Mikrofon sollte jetzt weniger Rauschen haben, da gab es bei den YouTube-Kommentaren so ein bisschen Feedback. Habe ich versucht dran zu arbeiten, ich hoffe es ist besser. Und ich hoffe die Musik passt, da müssten mir die Chatmods gleich mal Feedback im Chat geben, ob das alles passt. Ich habe da nämlich mal auf eine andere Musik gewechselt, dass wir nicht immer das gleiche hören. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier 12, hier auch 12, die werden hier eingelagert. Kleiner Vorrat haben wir von 60, das ist ein Drittel. Und wir verbrauchen 24, das heißt, das geht genau auf. Das heißt, wir haben jetzt keine Konstruktionsteile mehr über für normale Produktion. Sollten wir da vielleicht auf jeden Fall noch eine Konstruktionsteilefabrik bauen? Ich notiere mir das gerade mal. Konst 1 brauchen wir. Wenn wir jetzt überlegen, 12 Elektronik werden hier gebraucht. Die werden hier produziert, da produzieren wir 24. Die werden aber auch gebraucht für das Warendepot. Das sind nochmal 3 alle 60 Sekunden. Das sollte aber auf jeden Fall reichen. Wenn wir die Leistungssteigerung mal rausnehmen, die sollte ja auch nicht dauerhaft laufen, haben wir noch 12. Die brauchen wir hier. Okay, deswegen hatten wir die an. Dann sollten wir vielleicht gleich auch noch eine zweite Fabrik für Elektronik bauen und dann die Leistungssteigerung rausnehmen. Elektronik. Dann haben wir hier hinten noch mechanische Teile. Da werden 6 produziert ohne Leistungssteigerung. Die gehen einmal hier ins Lager. Und 6 werden gebraucht für die Laborausrüstung.
Das heißt, wir haben da auch schon auf jeden Fall zu wenig, weil das kann dann nicht noch mit in die Wartung gehen. Also wir brauchen auch mechanische Teile. So. Genau, hier haben wir aktuell zwei Wartungsdepots laufen. Wir hatten in den letzten Folgen drastisch Probleme mit der Wartung. Aktuell werden gebraucht 88. Hier werden 105 hergestellt. Wir haben zwei. Ich würde mal eins pausieren, dass wir die Teile erstmal anders nutzen können. Musik ist sehr entspannend, Ton passt auch, danke euch. Und liebe Grüße an immer mehr Zuschauer, die reinkommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend auf Twitch und auf YouTube. Okay. Ja, ist die spannende Frage, baut man das hier irgendwie neben? Ich habe es ein bisschen zugebaut alles. Allerdings war auch so ein bisschen die Intention, hier unten so eine durchgehende Förderstrecke zu haben, dass man einfach links und rechts daneben bauen kann. Das könnten wir hier schon fast machen. Was war das hier? Eisen. Das wird hier eingelagert, aber nicht ausgelagert. Was haben wir uns denn dabei gedacht? Das war einfach nur ein Inbound-Puffer, kann das sein? Genau, Eisen wird hier produziert. Mit Leistungssteigerung, das ist auch viel zu viel. Jetzt mal alles raus. Das sind 24 in Summe. Auch hier einmal kurz gucken. Das passt. 9, 18. Wird auch langsam knapp. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch Konstruktionsteile 1 bauen, werden wir vielleicht auch eine zweite Linie mit Hochofen. Das ist Kupfer. Genau, hier ist Eisen. Dass wir das auch nochmal irgendwie hier neben puzzeln müssen. Aber dafür haben wir uns ja schon Platz gelassen. Genau, im Chat werden Vergleiche mit Satisfactory und Factorio gezogen. Ich finde, genau das ist es, aber ich finde es einerseits besser als Factorio, weil es 3D ist und ich finde es einfach cool. Und ja, Satisfactory habe ich auch angespielt, wollte ich vielleicht auch mal irgendwann streamen, aber ist mir in der Ego-Ansicht auf Dauer zu hibbelig. Ich finde, hier kann man schön von oben drauf gucken, es ist ein bisschen entspannender, als da rumzurennen und mit der Maustaste an und irgendwelche Sachen zu setzen. Mit dieser Pistole, die man da in Satisfactory hat. Das hier ist ganz entspannt. Okay. Das sollte eigentlich irgendwo hier hinten hin, so im Nachhinein. Ich glaube, leerlaufen lassen können wir es aktuell. Können wir mit einem kleinen Trick. Wir können ein neues bauen, machen das hier auf leer, das neue auf 100. Dann müssten die LKWs das tauschen. Vielleicht mal gucken, wo wir das machen. Vielleicht gehen wir mal in den Planungsmodus. Den haben wir eigentlich noch gar nicht benutzt bisher. Der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und dann mache ich auch mal kurz Pause, dass das mit den 275 Einwohnern nicht so ein Riesenproblem gibt. Und dass wir einfach mal kurz planen, wie wir das am sinnvollsten machen. Da wir das hier auf jeden Fall brauchen, fange ich jetzt ganz vorne an mit der Produktionskette. Ich denke, das macht Sinn. Dass wir das jetzt einmal daneben bauen, hier vorne ein bisschen umbauen und dann nach hinten raus die neuen, wie nennen sie sich eigentlich? Montagehallen, genau, Montagehallen, dass wir die dann dahinter bauen. Gut. Das heißt, das mit dem Wasserrohr könnte gegebenenfalls auch gleich ein Problem werden. Mal schauen. Aber erstmal muss hier das Rohr zur Schlacke entfernt werden. Einmal bis hier. Einmal bis hier. Ich glaube, da können wir die Spielgeschwindigkeit nicht ganz rausnehmen. Ich leiste, wenn wir das schnell entfernen. Nur so viel Einigkeit. Da müssen wir nicht noch warten, bis hier alles abgerissen wurde. Lass mal auf einfach laufen. So, dann nehmen wir uns das Kopieren-Tool, kopieren uns das hier. Können wir uns eigentlich dieselben Eingangsbehälter nehmen, die wir da auch hatten. Wir müssten hier weiter rüber eigentlich. Das ist nicht ganz symmetrisch, aber das muss ja auch nicht. Setzen wir das, damit die LKWs noch durchkommen, wirklich direkt daneben. Müsste hier so ein Planungssymbol drüber sein, aber egal. Dann brauchen wir Metallgießereien, zwei Stück, auch die können wir uns kopieren. Genau, hier der Auslass rechts, hier auch. Das sollte eigentlich. Ich mache mal nach links. Das einmal kopieren und dann mit, ich glaube, F war es, kann man spiegeln.
So. Das nochmal kopieren, einmal nach rechts. Dann haben wir die, beide in der Mitte. Genau, das schöne Rohr, was wir am Ende der letzten Folge gebaut haben. Da hat man noch getüftelt mit den LKWs, dass es passt. Und schon wird es wieder abgerissen. Ich finde übrigens generell, dass sehr viel bei diesem Spiel abgerissen und aufgebaut wird. Ich habe mir auch parallel mal so ein bisschen auf YouTube ein paar andere Sachen angeguckt, wie Leute das Spiel gestartet haben. Die haben denselben Quatsch gemacht. Gebaut, abgerissen. Dann dachte ich, okay, bin ich nicht der Einzige, der das so macht. Das ist anscheinend beim Spiel so ein bisschen so gewollt. So, hier passt das Rohr auch nicht hin. Und das auch einmal hier abreißen. Und ganz schnell wieder anschließen, weil das ist, glaube ich, die Hauptwasserversorgung, die ich hier gerade gekillt habe. Das wäre nicht so toll. Dann steht gleich die ganze Produktion still. So, und ich glaube, Eva anheben. Jedes Mal kurz reindenken. Was ist jetzt hier Sache? Weg mit dir. So, einmal schön verbinden und das können wir auch wieder schnell errichten. Kostet uns nicht die Welt. Im Chat wird geschrieben, Marcel, bevor du eine neue Eisenstrecke baust, wäre es vielleicht gut zu schauen, ob wir mehr Eisen bekommen können. Die Einfeldrechter davon sind aktuell immer leer. Ja, gegebenenfalls müssen wir da mal mehr Bagger in dem Minengebiet errichten. Aber brauchen tun wir es auf jeden Fall. Können wir das hier schon mal dran machen? So, ist die Frage. Hier habe ich mir jetzt eh die Durchfahrt verbaut. Das heißt, wir müssen da hinten gleich noch was anheben. Dass wir können hier auch getrost das Förderband auf dem Boden liegen lassen. So, und dann gibt es hier wieder Abgase. Die haben wir hier verbunden mit einem. Der müsste aber jetzt ausgelastet sein. Akzeptiert 60. Ich meine, das sind auch genau die 60, die da drauf gehen. Ja, sogar ein bisschen mehr jetzt durch den Boost. Nehmen wir uns da ein neues Abgasrohr. Das ist, glaube ich, bei Abfallverwertung. Schornstein. Und einmal direkt dran. Genau, das hatten wir eben abgerissen. Das muss... Wo war das hier? Das war der hier, glaube ich. Schlacke, genau. Da müssen wir jetzt dran. Ob wir das hier verbinden und ob wir hier zweimal durchgehen. Auf jeden Fall wird das eine enge Geschichte hier. Nehmen wir erstmal das hier. Ja, also hier kann ich nicht hochgehen, weil so steil kommen wir nicht runter auf das unterste. Gegebenenfalls können wir aber hier eine drei Felder hohe Durchfahrt uns noch frei halten. Aber das ist eine echt enge Geschichte hier. Und überlegen es bewusst ein bisschen größer. Das kostet ja nichts. Gehen wir hier hoch. Gehen hier rüber. Dann können da unten auf jeden Fall die LKWs durchfahren. Und dann gehen wir hier wieder runter. Das scheint mir eine ganz sinnvolle Möglichkeit zu sein, das anzuschließen. Dann haben wir hier gleich den Transportweg wieder frei. Und jetzt fehlte noch der Abgang hier von dem anderen, von der anderen Schmelze. Kommen wir da schon direkt dran? Erlaubt uns das Spiel das? Keine Verbindung. Hier so könnten wir es verbinden. Das sieht sehr wild aus. Aber dann würden wir uns die Durchfahrt nicht zubauen. Was meint ihr? Kann man das so machen? Chat, Feedback. Ist das hier zu wild, was ich hier baue, oder hätte ich das genauso gemacht? Zwischen Rohr und Schmelze passt kein LKW. Also der Plan ist, dass der LKW hier reinfahren kann, dann fährt er hier zwischendurch, hier durch und dann nach hier. Wo soll das nicht passen? Ja, und hier passt keiner durch. Das ist klar, wir müssen das gleich hier links anheben. Das ist hier nur hoch, damit wir hier unten generell reinkommen. So. Das hier ist Eisenerz. Das hier ist Kohle.
Das ist Kupfer. Okay, Kupfer und Eisen müssen wir gleich prüfen. Erstmal machen wir jetzt hier noch einen zweiten Abgang. Hoppala. Einmal so. So, und hier wird es jetzt auch spannend, wie wir das anschließen. Mal, ob uns der Spieler was vorschlägt. Wenn wir hier so dran gehen. Ach, einmal hier oben drüber. Okay. Ja, kann man machen. So, jetzt wird es da spannend mit den Konstruktionsteilen, die wir dafür brauchen. Hier müssten gleich die 100 gebraucht werden. Ah, die wurden schon gebaut. Dann können wir die Konstruktionsteile 2 kurz anhalten und uns das Lager wieder auffüllen für die Konstruktionsteile 1. Und dieses ewige An- und Abschalten würde ich gerne so ein bisschen abschaffen halt demnächst. Es gibt auch einige, habe ich gesehen, die bauen das ein bisschen anders. Ich habe ja immer genau ein Rezept pro Montagehalle ausgewählt. Es gibt auch Leute, die bauen dann 2, 3 verschiedene Rezepte und priorisieren die dann. Ich finde das aber sehr intransparent. Ich habe das wirklich lieber, wenn da einzelne Hallen stehen, weil die 6 Arbeiter und das bisschen Strom, ich glaube, das können wir uns schenken auf lange Sicht. Deswegen ist das da in dem Fall meine Herangehensweise. Gut, können wir hier schon was bauen. Fangen wir mal vorne an und bauen den Kameraden hier vielleicht. 60. Nein, müssen wir ein bisschen warten. Aber das kann man ja schon mal alles freigeben zur Produktion. So, zumindest bis hierhin. Und vielleicht den Schornstein noch. Ups, der kann sogar zuerst gebohrt werden. Dieses Tüfteln ist auch total schön, finde ich. Also wir haben zwar jetzt hier alles umgebaut mal wieder, aber das könnte ich ja stundenlang machen. Ne? Alles aufbauen, wieder abreißen, sich fragen, warum man es abgerissen hat, wieder neu bauen. Ich würde den Schlackebehälter umstellen. Ja, der müsste eigentlich ein bisschen rüber, ne? Das wird nur gerade schwierig, weil der voll ist. Richtig angeschlossen. Achso, das ist Kohle. Das ist Eisen. Wo ist denn der Schlackebehälter? Das war der hier, ne? Warum umstellen? Das ist doch ein Eingangsgut für den Brecher und ein Abfallprodukt von denen hier. Das stört er mich eigentlich nicht. Und das kann man so lassen. Können wir denn hier die Produktion ein bisschen beschleunigen, dass wir nicht ganz so lange warten müssen. Auf jeden Fall fließt das hier alles fleißig rein. Was haben wir denn hier eigentlich leer? Das müssten die Eisenplatten sein, die hier leer sind. Ne? Müssen wir die auch mal ein bisschen beschleunigen. Zumindest jetzt für den Anfang. Dass wir jetzt nicht in halben Stream warten müssen, bis hier die Konstruktionsteile da sind, das geht ja gar nicht. Und das alles schmeckt besser aus der WB-Tasse. Muss mal erwähnt werden. Keine Forschung ausgewählt. Können wir auch mal kurz reingucken. Also Tankstelle haben wir abgeschlossen, die ist jetzt hier oben links. Muss man nachher bauen. Und jetzt wird's spannend. Was machen wir als nächstes? Warum können wir das eigentlich nicht machen? Benötigt Frachtschiff-Technologie. Wo ist die denn? Normal geht das doch immer in eine Richtung. Grundwasserpumpe. Was fehlt ihm hier? Seht ihr, warum das so ist? Hier kommt alles raus, das geht sofort hier rein. Wo ist denn die Frachtschiff-Technologie? Fahrzeugverwaltung, Verordnung. Weiter vorne haben wir alles abgeschlossen.
Vielleicht ist das auch durch das Update so ein bisschen durcheinander geraten. Okay, ist dann halt erstmal so. Fortschrittlichen Diesel würde ich eigentlich auch ganz gerne machen. Da fehlt aber die Meeresbohrtechnik. Okay, das hat sich auch geändert. Biokraftstoff können wir machen. Biogasanlage. Macht aus Kartoffeln und Brenngas Kompost. So, das Brenngas. Also wir können auch mit der Biogasanlage können wir auch noch Gemüse zu Brenngas machen. Also wir könnten beides verheizen. Aus der Cracking-Anlage wird dann aus Brenngas und Sauerstoff Diesel generiert. 18 Stück. Und 36 Kohlendioxid. Das heißt, wir machen auch da Umweltverpestung. Und aus der Luftzerlegungsanlage machen wir Sauerstoff und Stickstoff. So, wenn wir 14 Gemüse und Kartoffeln, sage ich mal, pro Minute verbrennen, produzieren wir so viel. Das sind 4,8. Also da müssten wir die ganze Karte mit Feldern zu bauen. Das fände ich nicht sinnvoll. Also Biogas ist nicht wirtschaftlich für uns. So, einfache Entsalzung. Da könnten wir aus Meerwasser und Kohle könnten wir Wasser und Sohle machen. Ich glaube, Wasser ist bei unserer Karte aber gar nicht so das große Problem. Wir haben hier riesengroße Grundwasservorräte. Das sollte nicht das Problem sein. Dann nochmal in die Forschung schauen. Energieerzeugung. Hätte ich ja total Lust drauf. Heizkessel, Hochdruckturbine und Stromgenerator. Wasserkohle macht Dampf und Abgas. Bei Hinterkopf eine Turbine. Genau, Dampf mit hoher Druck. Macht 1 Megawatt und 24 Dampf mit niedrigem Druck. Aus 1 Megawatt mechanischer Energie könnte man dann 600 Kilowattstunden machen. Und dann gibt es hier Schornsteine für Dampf und ja, um den Dampf abzulassen. Das wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Dann könnten wir diese ganzen Diesel-Geschichten mal sein lassen mit Stromerzeugung. Weil Diesel zu verbrennen, um Strom zu erzeugen, finde ich nicht so schön, wenn wir hier Kohle haben. Kohle können wir abbauen. Als letztes hätten wir noch die Müllverbrennungsanlage. Ich glaube, die verbrennt einfach nur Müll. Den können wir auch wegkippen. Weil wenn wir irgendwo hinkippen, können wir Rampen bauen und haben weniger Luftverschmutzung. So, der Vollständigkeit habe ich noch einmal hier oben geguckt. Rohrleitungen 2. Durchsatzverdopplung, okay. Und Stützmauern bräuchten wir, wenn wir Minen in den Berg hinein abbauen. Haben wir aktuell aber auch nicht. Also am sinnvollsten erscheint mir da wirklich das mit der Energieerzeugung zu sein. Halten wir das mal kurz fest. Dann haben wir noch Kapitänsbüro mit Verordnungen. Das kostet halt ein Geld. 200 Konstruktionsteile je Art, das ist sehr viel. Ich habe auch gerade nicht das Bedürfnis, irgendwas verordnen zu müssen. Fellner schreibt, wieso kann eigentlich nicht der Müllverbrenner Hitze und Dampf generieren? Das wäre so einfach, wenn die Müllverbrennungsanlage noch Strom erzeugen würde. So, Wartungsdepot 2. Ich glaube, hier werden auch nur genau 24 und 12. Das ist ein bisschen effizienter, macht aber dieselbe Wartung 1. Da haben wir 2 gebaut. 1 können wir fast pausieren. Ist auch nicht so sinnvoll. Und hier haben wir noch die Fahrzeugverwaltung. 20 Fahrzeuge Obergrenze ist auch für uns unkritisch. Ja, also ich bleibe bei der Energieerzeugung. Macht am meisten Sinn an der Stelle. Duderino, guten Abend. Grüß dich. So. Ich hatte pausiert, da ist wenig passiert. Die aktuelle Forschung ist für unser Labor zu weit fortgeschritten. Habe ich doch gerade ausgewählt. Was fehlt euch denn da? Wie kann eine Forschung, die freigeschaltet ist, für uns nicht weit genug fortgeschritten sein? Forschungslaborstufe 2, schreibt der Chat. Wir haben es erforscht, haben es einfach noch nicht gebaut. Ach, wir haben es noch nicht gebaut. Okay. Dankeschön. Das können wir auf jeden Fall mal verbessern. Und kann man uns die Forschung hier vorne auch einblenden? Laborausrüstung einmal bitte anpinnen.
Oh, da haben wir auch schon 190. Da haben wir ja richtig viel im Hintergrund produziert. So, hier brauchen wir nur Stufe 2 Teile und ein paar Kabel, dann können wir auch beide upgraden. So, wie schaut es hier hinten aus? Das wurde gebaut, sehr schön. Dann können wir jetzt hier noch ein paar weitere Sachen anstoßen. Alles schnell liefern, wir haben es ja. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob wir wirklich gut gespielt haben und wir einfach mit der Einigkeit mit plus 1,75 sehr gut sind. Oder ob man da vom Bellings her ja noch ein bisschen reduzieren sollte, weil man kann fast immer schnell bauen, gerade in dem Safe-Game hier. Wenn man die Ware natürlich hat, aber die Einigkeit ist eben kein Problem. Chat fragt, haben wir die Herstellungsstrecke schon? Welche Herstellungsstrecke? Meinst du das für die Laborausrüstung? Die haben wir voriges Mal gebaut. So. Schön sieht's aus, wie unsere Schlacke hier abtransportiert wird. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr ranzoomen können. So fast die Ego-Ansicht. Was bedeutet denn Einigkeit hier? Das kann ich dir kurz zeigen, wenn wir hier drauf gehen. Also Einigkeit führt dazu, dass die Bevölkerung zusammenhält, dass so gesehen Teamplayer sind, so wird das glaube ich heutzutage übersetzen. Und die wird eben beeinflusst durch positive Effekte wie Lebensmittel, Wasser, Elektrizität, kann aber auch durch Leistungssteigerungen und später durch noch andere Faktoren halt herabgesetzt werden. Und in Summe sind wir hier ganz positiv. Ähnlich ist es bei der Gesundheit. Das ist so ein Indikator dafür, ob es unserer Bevölkerung gut geht, ob sie wächst oder ob sie sinkt. Aber auch da sind wir eigentlich schön im Plus, obwohl wir diese ganze Luftverschmutzung haben durch die ganzen Schornsteine. Also es wäre eigentlich schön, wir hätten demnächst mal eine Technologie, die ein bisschen umweltfreundlicher ist. So. Vielleicht die Schlacke aus den anderen Schmelzen mit verbinden. Sollte doch so sein, oder? Hier ist noch gar keine Schlacke. Gut gesehen. Ja, das wäre schlecht, wenn wir die abtransportieren müssen. Ne? Da können wir uns einen LKW sparen. Die sollten wir auf jeden Fall mit anschließen. Einmal hier viel drüber. Geht das? Ja. Ach, wir haben doch Platz. Machen wir es hier mit dran. So. 16 Konstruktionsteile, 2 fehlen uns jetzt wieder. Müssen wir nochmal die Produktion hier hinten starten. Danke fürs Mitdenken. Das ist immer der Vorteil der Schwarmintelligenz, wenn man selber was übersehen hat. Ihr könnt euch auch am Ende nicht rausreden, ne? Wenn ihr euch jetzt alle zurücklehnt im Chat und euch auf die Couch legt, so ein bisschen rumdöst. Wenn irgendwas nicht funktioniert, könnt ihr mir sagen, Chat hat nicht aufgepasst. Dann seid ihr mitverantwortlich. Mitgehangen, mitgefangen hier. Also bei den YouTubern, wenn ihr nicht irgendwie unter die Videos kommentiert, was ich vergessen habe, dann wird das Safe-Game nicht besser dadurch. Gut. Das sieht schön aus. Jetzt müssten wir hier weiterbauen. Genau, 12 waren das. Gerade noch mal nachgucken, wie viel er gebraucht wird. Ich vergesse immer die Zahl. Und direkt eine elektrische Montage. Machen wir 9. Das sind 18. Oh, das kriegen wir hin. Legen wir das hier neben. Ich lasse mal eins Platz, dann können wir nämlich aus dem Lager für die Eisenplatten uns das hintenrum wieder zurückziehen und also wenn wir hinten rausgehen, hier vorne wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob das so soll, aber mein Gott. Oder, haha, macht das Sinn? Vielleicht kann man das verbinden, muss gleich mal gucken.
Ja, die Forschung meckert immer noch. Können wir gucken, ob die inzwischen läuft hier unten. Da wird noch fleißig hingefahren. Das soll so. Ich mach's aber mal weg, die Meldung. Nervt uns das nicht so. Chat reagiert ja immer total, ich glaube, ängstlich ist das falsche Wort, aber so ein bisschen... Oh Gott, da oben ist was aufgepoppt. Du musst dich darum kümmern. Wir werden alle sterben, wenn wir das nicht tun. So, was ich gerne hier probieren würde. Einerseits zuführen über die neuen Bänder, aber auch hinten aus dem Lager raus. Da bin ich gerade nicht sicher, ob man das einfach verbinden kann oder ob man dafür später eins von diesen, wie heißt es sich in der Forschung, Förderstreckenausgleich oder intelligente Trassenführung, ob man das nachher machen muss. Müssen wir dann mal gucken. Die haben wir schon erforscht, dann erforschen wir die nachher auch mal. Würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken, was das genau kann und wie es funktioniert, ob wir es brauchen. Müssen wir dann schauen. Ja, also nächster Schritt wäre die Halle bauen, noch eine zweite Halle, Lager dahinter. Dann hätten wir Konstruktionsteile fürs Lager, die hier hinten wären für Konstruktionsteile 2. Und ja, auf Twitch machen wir das auch sofort weiter, aber auf YouTube müsst ihr leider eine Folge warten. Die halbe Stunde ist schon wieder rum. Nächste Folge kommt vermutlich morgen oder übermorgen. Könnt ihr dann weitergucken. Bis dann!